Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung von dem Server CaskMC.de. Es ist ein Inselserver, also es ist wahrscheinlich FreeBuild, aber auf Inseln. Also es ist ein Skyblock-Welt mit Inseln und wir schauen mal rein. Bin mal gespannt. Ah, okay. So. Okay, sehr qualitativ auf dem ersten Blick, also schön gebaut, ein Riesenschiff, wow. Direkt mal hingehen, ein Spieler oder ein NPC, also das Map-Info. Hey, na du, cool, dass du deinen Weg hier drauf gefunden hast, freut uns sehr. In diesem Buch erklären wir dir die Grundlageninformationen über cask.mc.de. Was kann ich hier tun? Hier bekommst du deine eigene Insel, wo du dein Imperium aufbauen kannst. Wichtig ist zu sagen, dass es kein Skyblock ist. Ansonsten kannst du mit Leuten traden, dann sogar auch auf unserem Discord. Discord Get Insel. Schön, ja. Hier Geld zu bekommen ist sehr einfach. Durch Lotterie, durch das Auktionshaus, durch Boden, Shoppen, Champenrans oder auch tropische Insel. Oder auch der tropischen Insel, kannst du leicht Geld verdienen. Unsere Währung heißt Clothes. Was ist der Zoo? Embryo. Oh cool, ein Pet-System. Was ist Tropical Island? Man muss angeln und dann kommt man auf die Insel. Cool. Also, wir werden mal hier schön den Weg entlang gehen. So, also, hallo, ich möchte gerne eine Fahrkarte. Na, siehst du das Schiff dort hinten? Geh doch mal dahin. Okay, mache ich gerne. Oh, mit Leitern. Ja, das ist höher als der Steg, das ist gut. Gerne. Jo, also er tut uns jetzt ein bisschen erklären alles. Wir sind hier auf dem Schiff, er kommt sicher an, teleportiert. Zugriff verweigert, ja, das ist klar. Marco. Gleich spawn. So, okay. Also, schauen wir nochmal gut um. Also, folge mir. Sehr gut. Insel, ah. Okay, da komme ich auf meine Insel scheinbar. Die Inselhilfe. Baurechte geben, Insel bekommen, Insel Flag setzen, Spielerbahn, Information. Also mal Insel. Get Insel oder. Okay. Get Insel. Ah. Sehr schön. Okay. Danke. Direkt mal. Sehr schön. Fly wurde aktiviert für Drago Basel. Ah, eine Schneeinsel. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Inseln. Also, ja, wird zugeteilt. Also es ist nicht Skyblock, es ist mit Wasser scheinbar. Also die Insel. Also, ja. Also die Schneeinsel gehört jetzt zum Beispiel mir. Und andere. Okay. Mal gucken, die anderen Inseln, das ist zum Beispiel Birkenbiom. Also ich finde Schnee wirklich nicht störend. Ich würde sogar hier wirklich Urlaub machen. Ich bin gerne eher in kälteren Gebieten auch. Wow, da baut jemand schon fleißig. Nice. Okay, und auf anderen Inseln brauche ich wahrscheinlich Berechtigung. Okay. Das ist ja mega, da würde ich am liebsten gerade wirklich spielen, aber ich habe leider nicht so viel Zeit. So, also, das nächste ist wahrscheinlich der Marktplatz. Rewards, tägliche Belohnung. Ah, nett. Jede 24 Stunden. YouTuber-Belohnung, wenn man YouTuber ist. Spielerbelohnung. Steak.
Ich habe 5 Sticks bekommen. Umfrage. Wow. Ja. Okay, ich habe auf Ja geklickt. Das ist natürlich klar. Perks. Perk aktivieren. Oder zu deaktivieren. Hier sind die Perks, was dir oftmals einen Vorteil verschafft. Kein Fallschaden, kein Feuerschaden, kein Ertrinken. Ich würde gerne Feuerschaden nehmen, das ist wirklich... Ah, mit Währung, okay. Klar. Und Boten ist natürlich für den, ja, für den Server auf wahrscheinlich so Server, Minecraft-Server.de oder so. Coole Items. Boten. Ich mache das direkt dann im Anschluss für euch mal kurz. Boten. Und Lotto spielen. Ticket einlösen. Hier kannst du Lotto spielen, ja. Belohnung. Und Clouds verdienen. Okay. Jobs. Oh. Meinte schlechte meine Abholzer. Das ist mal geil. Also Jobben ist ja richtig Grundspiel sozusagen. Das ist jetzt mal wirklich super, dass man auch darf. Und da ist das Aktionshaus. Da wird zum Beispiel angezeigt, wer reingetan hat. Aha. 5 Stunden lang. Ja. Dass ihr schon ein Aktionshaus habt, das ist richtig cool. Der iShop ist das Internet. Der Internetshop. Baumaterialien. Also eigentlich einfach der Server-Shop mit NPCs. Items. Tückisch Schalke, Drachenei. Ja, da kannst du die Materialien kaufen. Und der B-Shop. AFK. Werbung. Mehr. Permission, okay. Permission Shop. Für verschiedene Berechtigungen. Cool, dass ihr da Permissions wirklich zum Kauf anbietet. Richtig toll. Und das ist ein Minispiel. Jump'n'Runs, okay. Jump'n'Runs, Char, okay. Ja. So. Oh, eine Burg. Wow. Ich habe so sensible Störung, ich bin nicht der beste Jump'n'Runner. Oh, ich habe es geschafft, direkt. Sorry. Nein, ich war einfach... ich nochmal fehl. Oh, auch Item, also eine Belohnung. Eine Belohnung. Ah, da ist nicht so gut gegangen. Cool. Also ein umfangreicher Server. Bis jetzt der umfangreichste Server. Aber wahrscheinlich auch nicht der neueste. Oh. Okay, gerne. Bin nicht so geübt. So, eine Belohnung. Okay, beenden. Ah, okay, eine Kiste mit rechts. Das ist ein Crate. Level 1. Gutes Gelingen. Ja. Ich hab's ja geschafft. Ich bin der Pro. Nee, Scherz. Öffne mal. Und wir haben zum Beispiel hier links. Okay, cool. Und jetzt? Was müssen wir noch? Ah, es geht einfach noch einige Zeit. Nein, nein. Ich wollte das Gute. Nein, ich habe eine Werkbank bekommen. Kommen Quests hin. Wo ist er hin? Da. Ah, okay. Bald etwas mega cooles für euch. Okay, cool. Ja, super. Bin ich mal gespannt,
Ja, bis jetzt gibt es wirklich nichts Negatives zu sagen. Also ich würde gerne auch wirklich weniger loben müssen, aber ich finde das schon ziemlich cool. Ich kenne jetzt noch nicht so viele Server. Also ich bin eher so der eigene Servermacher und ja, reisen kann man immer wieder zu meinem Ding gehen und zu anderen Inseln wahrscheinlich auch. Bitte bleib dich, du könntest fragen. Wenn du reisen möchtest, dann sprich mit deinem Vorgesetzten. Ja, aha, sagen Vorgesetzten. Welchen Vorgesetzten? Ja, ich weiß, aber. Ja, komm mit, okay. Aha, okay. Der Bootsmann, der Captain. Oh, Landrat, was willst du tun? Ja, ich möchte eigentlich jetzt zu einem anderen Spiel. Auf mich. Ah, okay. So, Tropical Island. Ja. Ich gehe mal auf den Zoo. Ja, so. Sehr gut. Oh, Eis. Cool. Also eine echte gebaute Insel, die einen Zoo, Erbeeis, 1000 Clothes. Ah, ich habe ganz viel Erbeeis. Natürlich. Das war lecker. Und Waldmeister-Eis natürlich auch. Jetzt werde ich bekommen. Ah, ich habe keine Clothes mehr. Okay. Ja, kostet halt auch viel. 1000 und ich habe 850. Sehr gut. Danke sehr. So, Manager. Gutscheine, dein Tier. So, hier kann man die. Das ist Dr. Strange, oder? Ja, das ist Dr. Strange. Cool. Gärtner ist irgendwie, kennt das gerade nicht aus einem Spiel, glaube ich. Flash Riech. Habe ich falsch geschrieben? Nö, sollte eigentlich gehen. Ah, okay. Top Money. Enjoy Official. German Derb. Mintrix. Cloudig. Okay, ich möchte gerne dein Tier. Ich muss ein Embryo haben. Schafrezept, Huhn. Ich nehme den Eisbär. Cool. Okay, nochmal kurz lesen. Gutscheine gegen Embryos tauschen. Die brüten dann 5 Tage lang und dann im Endeffekt kannst du ein Spawn-Ei abholen. Echt? Okay, jetzt habe ich ein Crate nochmals. Und hier kann ich aus, ah, das ist auch wieder. Okay, nehme ich mal rechts. Vielleicht siehst du ja einen Gutschein. Ein Gutschein ist welches? Niete, Niete, ja. Oh, ja. Ja. Nein! Ja! Nein! Nein! Mist. Mein Glück. Heute. Cool. Also ein hochqualitativer Server. Dort oben sind die Gehege. Okay. Huhn mit Hüter. Okay. Bitte mehr Informationen über Hühner. 24. Von Hühnern bis zu Eisbären. Eisbären sind die coolsten, also die größten, die wertvollsten Tiere. Okay. Ich habe keinen Gutschein, also kann ich jetzt gerade nichts machen natürlich. Bin ja auch neu. Ja. Ah, er macht jetzt, er stellt mir das jetzt vor. Okay. Genau. Also nun zeig mal bitte. Ah, der Donkey Kong ist auch hier. Schafhüte. Und hier, je weiter oben, desto teurere Tiere wahrscheinlich. Genau.
ziemlich cool. Ich habe eine Lederrüstung an schon. Und ich habe Starter-Axt, Starter-Spitzhacke, Informationen. Ja, jetzt muss ich gerade ein bisschen suchen. Also, Negatives gibt es nicht. Gutschein wird überprüft. So, Gutschein erfolgreich eingelöst. Und dann, ich besitze einen Gutschein. Das Kask IO. Okay. Komm mal mit. Der Pelz ist süß, das ist ein Kopf. Bei dem ein Status. Dein Tier, noch nicht geschlüpft. 5 Tage. Okay. Ja, toll. In 5 Tagen komme ich noch zurück und zeige das Huhn. Ja. Das ist Schafhüte. Also hier kann man wahrscheinlich auch die Pets dann wechseln. Ja. Andere Gehege, Donkey Kong. Also das andere ist das Mem-Huhn. Ich weiß nicht, wie es heißt, Meme-Huhn. Kuhhüte, das ist ein Schleim. Die hat eine Schleimrüstung an. Wo eigentlich immer das gleiche ist. Fäkelhüter. Und dann Eisbär. Und wahrscheinlich kommen dann noch mehr Pets. Irgendwann mal. Der Eisbär ist der Hase, der Osterhase. Cool. Okay. Da hinten hat es noch andere Inseln von Spielern wahrscheinlich. Tropical Island. Okay. Zum letzten. Kommen wir zum Spawn. So. Und jetzt müssen wir auch nochmals aufs Schiff. Da ist noch der Raffaello. Kann das sein von Turtles? War damals, als wirklich Turtles auch neu war, eigentlich mein Lieblings- Turtle von den SNES Games und alles Mögliche. Okay, cool, freut uns. Wie geht's euch? Okay, Captain, und dann, was willst du tun? Ich möchte reisen nach Tropical Island. Okay. Annegret. Die Annegret. Das ist ein deutscher Name. Die Gretel von der Anne. Okay. Eine Villa mit Holger. 50 Glas Kugelfische bereits gefunden. Also hier bekommt man eine Angel scheinbar. Kamera, cool. Und jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, was er geschrieben hat. Hat noch nichts geschrieben. Der Koch. Hier ist ein Koch. Brot. 5 Brote. 5 gekochte Steaks. 5 Kürbiskuchen. Für Clouds. Also wenn man Hunger hat während dem Angeln oder später einfach noch essen möchte. Dann kann man hier das kaufen. Und ein Insta-Pick. Ja, das darfst du. Hä? Komm, wir machen einen Screenshot. So. Das Screenshot werde ich vielleicht als Thumbnail benutzen. Jo. Einfach ganz ein blankes Thumbnail. So. Und wenn ich es nicht vergesse, weil ich mache sonst eigentlich keine Thumbnails, weil ich ja nicht so ein YouTuber bin, der unbedingt alles anlocken muss. Ach ja, schön ist die Natur hier. Hier ist noch einer. Kann man eigentlich sitzen? Ja, man kann sitzen. Okay, also ein wirklich entspannter Server.
manche Sachen sind natürlich schon ein bisschen, ja, für die Leute, die öfters auf dem Server sind, die werden, müssen ja auch belohnt werden. Deshalb geht das alles in Ordnung für mich. Eine kleine Quest. Okay. Und verkaufen wir, okay. Ja. Also ich müsste jetzt, ich zeige da aber gerade den Server, ja. Könnte ich mal ein bisschen angeln. Egal. Direkt mal auf dem Server angeln. Ich bin ja einer, der wirklich gerne angelt. Ist zwar auch ein bisschen langweilig sein kann natürlich. Aber ich bin eigentlich gerne am Angeln. Würde gerne da ein paar Sachen natürlich farmen. Das geht gerade ein bisschen lange. Okay, ein Kabel, ja. Okay. Das habe ich bekommen. Du hast als Bonus 3 Kugelfische bekommen. Ja. Können wir noch mehr angeln. Mit Warp kannst du zur Farmwelt kommen. Warp. Farmwelt. Okay, in der Welt 0 Spieler, 0 Spieler. Null Spiel, alles auf den Inseln. Okay, ich gehe mal drauf nochmals. Und dann nochmal Farmwelt. Warnung, nun erfolgt ein random Teleport. Ah, okay. Ja. Also ich bin jetzt wirklich da frei sozusagen irgendwo hin teleportiert worden und kann mir eigentlich alleine hier farmen. Du kannst dann hier farmen. Ja. Bestätigt, ich kann farmen hier. Um dann auf deiner Insel bauen zu können. Ich möchte am liebsten jetzt noch etwas bauen für euch, aber ich mache ja ein Let's Play von der Pre-Real, also von Snapshot 1.16. Da kann ich euch natürlich zeigen, wie ich baue. Und da muss natürlich auch wieder Parts her, das ist klar. Okay, super. Server. Okay, super. Eine super Server. Was wollte ich sagen? Danke. Ja, finde ich gut. Ja, so schnell kann ich natürlich jetzt nicht so alles schreiben. Ich bin eher einer, der auch ein bisschen Gedanken macht, bevor er schreibt. Cooler Server zum Spawn. Spawn. Gehen wir nochmal zurück. Und ja, auf die Insel kommen auch direkt. Kommt man direkt auf seine Insel. Oder nur per Schiff. Bin mal gespannt, ob das geht. Also, ja. Nein, da musst du mit PH machen. Okay, gut. /PH. Ah. Okay, doch, sofort. Aber, gut. Mit Befehl halt noch. Jo, also eben ein Item einführen, wo man sich ein bisschen teleportieren kann auf die Insel oder so, oder ist halt auch noch ganz noobige direkt irgendwo anzeigen oder so, aber das ist natürlich, ja. Ich bin ja, wenn mir selber gefallen, ja nicht so einer, der gerade irgendwie Kritik gibt oder so, also ich gebe gerne Kritik, aber natürlich sachliche Kritik. Richtige Kritik und jo, möchte mal sicher nochmals zurückkehren nach einiger Zeit.
Ihr dürft mir eben schreiben, wenn ihr mal wieder kommen soll. Und ja, dann sehen wir mal, was wir so Neues hier auf dem Server haben. Also Dankeschön für alle, die zugeschaut haben, bis hierhin geblieben sind natürlich. Der Server hat jetzt wirklich die beste Qualität schon, aber die anderen waren natürlich auch mega super. Er ist groß, also er hat viel zu bieten schon. Und er gibt einfach die Freiheit. Man muss halt auch etwas erspielen, das ist auch sehr gut. Das gibt Motivation. Es ist kein Pay-to-Win scheinbar. Oder halt einfach auch, dass die ganzen Neulinge nichts machen können und die ganz Großen ja, vieles machen können. Es ist eher so ein bisschen ausgeglichen. Also man kann vieles bekommen wie Pets oder so optische Sachen. Aber jetzt auch nicht so mega. Ja, außer Permissions. Permissions, ja, da bin ich natürlich auch gerne ein bisschen freier auf meinen Servern, aber das ist klar. Der Server möchte ja auch ein bisschen die Spieler belohnen, die wirklich treu sind. Und ich finde, das geht völlig in Ordnung, wenn man das so macht. Ihr dürft gerne auch Gegenkritik senden im Part. Eben die Vorstellungen bitte in das Vorstellungsvideo von den Serverbesichtigungen. Ist immer angespinnt in den Kommentaren, wenn ich es nicht vergesse. Oder in der Videobeschreibung direkt am o zu oberst. Ja, eben ihr dürft Kritik am Server schreiben, Lobs, ihr dürft Anfragen senden, ihr dürft ja eben alles Mögliche in den Kommentaren schreiben über den Server bitte, nur über den Server, den es betrifft. Alle anderen werden natürlich nicht gelöscht oder sonst irgendwas. Ich lösche keine Kommentare. Falls sie nicht angezeigt werden, es kann sein, dass YouTube das halt einfach noch nicht freischaltet. Und ich schalte eigentlich immer alle Kommentare dann frei, egal wie viel Werbung drin ist oder sonst irgendwas. So, okay, dann gehe ich wieder und komme mal zurück, wenn ihr weiter seid. Ja, du kannst Home setzen, das ist natürlich auch nett. Ja, bin mal gespannt. Okay. Jo, man sieht sich bei. Okay, bin mal gespannt, wie er so das sieht. Ja, im letzten Video habe ich noch kurz ein bisschen den Sound zu laut gehabt. In diesem Video sollte der Sound okay sein. Wenn er zu leise wurde oder auch noch zu laut ist, dann bitte sagen. Aber gut. Okay, dann Verbindung trennen. Der nächste Serverbesuch kommt sicher bald. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen mehr Werbung machen für die Leute, aber eben immer in meinem Einblick. Der Server hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ich habe nichts auszusetzen gehabt, also habe ich jetzt auch nicht Kritik gesagt. Was Kritik ist, wisst ihr ja. Also ihr könnt es ja selber auch sehen. Aber ich tue niemanden wirklich jetzt kritisieren, der jetzt wirklich alles gut macht. Es ist klar, es ist kein High-End-Server, aber er ist ziemlich gut. Mir würde es gefallen, wenn ich Zeit hätte und wirklich auch selber besuchen könnte. Auf längere Zeit natürlich. Aber ich bin jetzt einfach mal halt sehr beschäftigt mit Serverbesuchungen und noch ungefähr 5 bis 6 Parts hochladen pro Tag. Ich bin ja noch Sportler und alles Mögliche. Also es kann halt sein, dass es irgendwann mal ein bisschen weniger Servervorstellungen kommen, auch wenn vielleicht mehr wollen. Aber das ist einfach aus zeitlichen Gründen dann halt meistens nicht so möglich. Ich habe jetzt mal den Sonntag wirklich für 2 Server den Zeit genommen. Ich werde wahrscheinlich so, ja, eventuell 3 bis 4 sogar schaffen. Aber jetzt kommen halt gerade nur eine und das ist ein Modded-Server Pixelmon. Und andere müssen halt zuerst gepostet werden. Gut, und eben auch über E-Mail dürft ihr das privat machen, wenn ihr das nicht öffentlich
mitteilen wollt, dass ihr genau ja den Server natürlich ein bisschen boosten wollt oder so, könnt ihr auch meine E-Mail auf privater Basis benutzen. Einfach auch wirklich alles schreiben, Version bitte auch und was der Server so bietet. Na, ich möchte jetzt nicht ungefähr 1000-mal Skyblock oder PvP-Server vorstellen. Und ja, eben das, dieser Server war auch wirklich etwas Neues mit Inseln. Ist sehr toll. Wie es sich so mit dem Verbinden von Spielen aussieht. Also man kann auf die anderen Dinge gehen, auf die anderen Inseln. Man muss, glaube ich, schwimmen und Boot fahren. Oder man kann das auch direkt wahrscheinlich über das Schiff machen am Spawn. Ja, genau. So, das war's. Und ja, bis zum nächsten Video. Einen schönen Tag und ja, viel Erfolg an alle Einsender von Servern. Ich mache das gerne und ich mache das wirklich sehr ja, normal, als würde ich wirklich spielen auf dem Server und mir den Server auch wirklich anschauen. Ich werde keine extreme Werbung machen, das ist klar, das sollte euch klar sein. Aber ich werde auch große Server vorstellen und ich werde auch winzig kleine Server machen mit nur einem Block. Aber ja, dann ist es halt nur ein paar Sekunden Video und ich warte einfach 10 Minuten, bis ich dann wieder in den Park bin. Gut, also danke schön und bis zur nächsten Einsendung. Tschüss!